reiner und erfüllter sind. Das hätte man ihnen doch irgendwie ansehen sollen. Aber das war, wenn dann nur vereinzelt der Fall. Es gab ganz viele Symptome, die, wenn man sie in den Zusammenhang gebracht hat, eher in andere Richtung deuteten. Nämlich, dass das nicht wachsender Wohlstand, sondern wachsendes Unwohlsein großer Teile der Bevölkerung war. Selbst damals noch auf einem wachsenden Niveau materieller Versorgung. Und diese Anfänge der Auseinandersetzung, der Aufarbeitung mit Sigmund Freud führten mich dann auch noch weiter zu einem seiner ganz markanten, auch sehr umstrittenen Schüler, nämlich Wilhelm Reich. Und es war sogar eine Broschüre von Wilhelm Reich, über die ich auf Freud gekommen war. Und auf diesen Wilhelm Reich bin ich dann später aber wieder zurückgekommen. Und dessen Schriften haben mich unglaublich beeindruckt. Es waren damals in der Studentenbewegung erstmal die sogenannten Frühschriften von Reich, also bis Anfang der 30er Jahre hatte er die veröffentlicht. Dass es dann danach noch mehr als 2 Jahrzehnte gab von intensiver Forschung, von umwälzenden Entdeckungen, Entdeckung einer Lebensenergie, die Nutzung der Lebensenergie. All das war damals in der Studentenbewegung nicht bekannt. Nicht nur das, es galt sogar, also es wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass der Reich später verrückt geworden wäre und dass man sich mit diesem durchgeknallten Zeug eigentlich gar nicht erst auseinanderzusetzen braucht. Aber irgendwie hat mich das doch interessiert. Was hat denn der spätere Wilhelm Reich dann nun noch erforscht? Und das ging damals gar nicht so leicht, weil seine Bücher, die späteren Bücher überhaupt nicht zugänglich waren. Die früheren existierten auch nur als wieder kopierte frühere Auflagen, sogenannte Raubdrucke. Und ich kam dann auch auf die Geschichte von Wilhelm Reich, nämlich, dass er in den Anfang der 30er Jahre aus Deutschland gerade noch rechtzeitig emigriert war, nach Skandinavien, dort 39 übergewechselt war, übergesiedelt war in die USA. Und in dem Nationalsozialismus waren alle seine Schriften, wie ja vieles andere, nicht nur verboten, sondern wirklich auch verbrannt worden. Und was mir aber besonders zusetzte und mich besonders erschütterte, war, dass seine späteren oder alle seine Schriften, einschließlich dessen, was er später noch veröffentlicht hatte, dass das in den USA in der Mitte der 50er Jahre alles verboten wurde. Man hatte dem Reich einen Prozess gemacht. Man hatte dort gerichtlich beschlossen, dass es die Lebensenergie, von der er behauptete, dass er sie entdeckt und erforscht und nutzbar gemacht habe, dass es diese Lebensenergie nicht gäbe. Das muss man sich mal klar machen. Ein weltliches Gericht, nicht das jüngste Gericht, ein weltliches Gericht entscheidet darüber, dass es die Lebensenergie nicht gibt. Und wer dennoch daran arbeitet und darüber veröffentlicht, ist entweder ein Scharlatan oder ein Betrüger oder beides. Und Reich wurde im Zusammenhang und im Gefolge dieses Prozesses dann ja mit Gefängnisstrafe belegt und ist nicht wieder lebend rausgekommen. Alle seine Veröffentlichungen, fast alle, wo auch nur mit irgendeinem Namen oder Hinweis in der Fußnote später oder in Literaturverzeichnis ein Hinweis auf die Entdeckung der Lebensenergie sich fand, die er Orgon genannt hatte. Alle diese Schriften, und es war eine Fülle, wurden auf den Index gesetzt, das heißt verboten und offiziell verbrannt. Nicht nur, wie gesagt, im Faschismus, sondern im ja, sich selbst so verstehenden führenden Land der freien Welt, Mitte der 50er Jahre. Und als ich das erfuhr, war ich erstmal sehr verunsichert, auch irgendwo empört. Aber ich wollte vor allen Dingen wissen, was hat dieser Wilhelm Reich denn nun noch geforscht? Und nach wurden Schriften in Kopien, später auch in neuen Veröffentlichungen wieder zugänglich. Es gab dann Kiepenheuer und Witsch und der Fischer Taschenbuchverlag. Viel später dann der Verlag 2001, der auch die späten Schriften von Reich dann ins Deutsche übersetzte und rausbrachte. Also über die Jahrzehnte hinweg ist der Zugang zu den Schriften von Wilhelm Reich wieder möglich geworden. Im Großen und Ganzen jedenfalls all das, was er zu seinen Lebzeiten veröffentlicht hatte. Manche warten nun noch auf das Datum 2007, 50 Jahre nach seinem Tod,
denn da sollen noch 10.000 Archivseiten unter Verschluss sein, wo er selbst verfügt hat, dass die erst nach 50 Jahren sozusagen geöffnet werden sollten. Aber ich sage dann immer, man muss nicht auf das Jahr 2007 warten, sondern das, was Reich zu Lebzeiten veröffentlicht hat, ist so eine so unglaubliche Fülle von umwälzenden Entdeckungen. Und allein das ist ein Phänomen. Das andere Phänomen ist, wie er Zeit seines Lebens und sogar noch 50 Jahre so ungefähr nach seinem Tod mit Dreck beschmissen worden ist, so wie man sich's kaum vorstellen kann. Das ist bis heute nicht abgerissen. Diese Dreckschleudern, diese Verunglimpfungen, diese Abstempelungen zum Teil übelster Art, jenseits aller sachlichen Auseinandersetzung mit seinem Werk und mit seinen Forschungen. Ich selber habe eine ganze Menge dazu beigetragen über die Jahrzehnte, also Teile der Öffentlichkeit zu informieren. Einfach darüber, was hat der Reich eigentlich erforscht? Wie hat sich dort eins aus dem anderen entwickelt? Und das ist für mich fast ein zweites ganz großes Lebensthema geworden. Es ist im Übrigen auch nicht nur bei der Theorie geblieben. Das wird nachher kurz erkennbar werden, dass Reich ja auch die Grundlagen gelegt hat von damals völlig neuen, ungewöhnlichen Therapieformen, nämlich nicht so wie die Psychoanalyse, nur mit verbalen Methoden zu arbeiten und sozusagen den Zugang zum Unbewussten und zum Verdrängten wieder freizulegen und darüber Gesundungen anzuregen. Sondern Wilhelm Reich hat ja zunehmend dann auch den Körper, die körperlichen Blockierungen mit einbezogen in die Diagnose und in die Behandlung, in die Therapie. Und die Behandlung wurde dann auch im wahren Sinne des Wortes zum Teil Behandlung. Das heißt, er hat zum Teil dann auch wirklich Hand angelegt, nämlich an die muskulären, körperlichen Blockierungen der betreffenden Patienten und Patientinnen. Und was bei der Gelegenheit dann an emotionalen Blockierungen aufgelockert wurde und an lange zurückgehaltenen Emotionen frei wurde, das übersteigt eigentlich das Vorstellungsvermögen, wenn man es nicht selber mal am eigenen Leibe erlebt hat. Und ich fand die Aufarbeitung, also dieser Zusammenhänge, seinerzeit ungeheuer spannend. Allerdings war es so, dass wenn ich in meinem Umfeld fragte, hast du davon schon mal was gehört oder gelesen, also gerade über diese therapeutische Arbeit dann von Wilhelm Reich, über diese, er nannte das damals Vegetotherapie und später wurde daraus sowas wie Bioenergetik und viele andere Behandlungsmethoden. Als ich diese Frage stellte, so sagen wir mal Anfang der 70er Jahre, war kaum jemand da, der da irgendwo mal was von gehört hatte. Bis dann eines Tages mal aus Italien ein Reichtherapeut nach Berlin kam und einen Vortrag eben über diese Aspekte des Reichschen Werkes hielt und dann auch sich bereit erklärte, mal eine Demonstration zu machen über diese Form dieser körperorientierten Psychotherapie. Und da war ich wie in den Startlöchern und bin sofort als Versuchskarnickel nach vorne und habe mich also dann ja dafür bereit erklärt, dass er an mir und meiner Person und meinem Leib, wenn man so will, mal kurz demonstrieren kann, was diese Methode beinhaltet. Und diese Erfahrung am eigenen Leibe, wo in 1,5 Stunden Emotionen bei mir freigesetzt wurden, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass sie in mir waren. Ja, das ging also über unglaublich starke, immer kräftiger werdende Stimme, dann über Brüllen, dann kamen Verkrampfungen, die lösten sich dann aber wieder, dann kam Schluchzen aus tiefster Tiefe. Dann kippte das irgendwann um in ein Lachen aus noch tieferer Tiefe. Das war so unglaublich. Das war zwar entlang dessen, was ich da schon gelesen hatte von Wilhelm Reich über diese Methoden, aber das nochmal am eigenen Leibe zu erfahren, war dann nochmal etwas ganz anderes. Kurzum, ich habe das dann zum Ausgangspunkt genommen, um